Gut, ich bin die Sophie Haas. Zwei Welten prallen aufeinander. Von der Großstadt Köln in die Eifeler Provinz. Für Hauptkommissarin Sophie Haas ein Albtraum aus Langsamkeit und Langeweile. Tapfer nimmt sie die Herausforderung der Spießigkeit an. Mord mit Aussicht besticht durch das temperamentvolle Spiel und der leicht überspannten Mimik der Hauptdarstellerin. Wir sind der Liche Wilden Westen! Ach, ich habe eher mal das Gefühl, dass die wie so eine verlängerte, karikaturartige Fortsetzung ist. Also es gibt bestimmt den Ansatz bei mir auch, irgendwie zu schnell, zu forsch, zu laut, irgendwie so, aber irgendwie sehr gut erzogen. Eine weitere Parallele zur Figur: Köln. Caroline Peters ist hier aufgewachsen. Ihre Schulzeit und Jugend verbringt sie in der Domstadt. Aber danach zieht es Peters in die weite Welt. Am liebsten ist sie in Bewegung, pendelt zwischen Berlin, Wien und jobbedingt jetzt wieder Köln. Es ist schön, hier zu Besuch zu sein und vieles wiederzuerkennen und auch so den Wandel beobachten zu können, das, was eben nicht wiedererkennbar ist. Aber es ist auch schön zu wissen, dass es noch was anderes gibt. Ernste Rollen zum Beispiel. Anna, du magst doch gar keine Schokolade. Wie die einer Kleptomanin in dem Film Arnis Welt. Und du benutzt keine Lockenwickler und keinen Nagellack. Und 2007 erhält sie hierfür den Grimme-Preis. Du sollst aufhören! Du glaubst, ich denke mir das alles aus? Du glaubst, ich denke mir das alles in meinem kranken Gehirn wieder aus? Einfach nur, um dich zu quälen! Oder vielleicht, damit du mir mal wieder zuhörst! Oder jüngst im ARD-Thriller Im Netz. Hier spielt Peters eine taffe Geschäftsfrau, deren Identität gestohlen und für ein Terrornetzwerk missbraucht wird. Da hat sich jemand in mein Online-Banking gehackt. Genauso brillant Peters auf der Bühne. Sie spielt an vorderster Front der ganz großen Häuser wie der Volksbühne Berlin, dem Wiener Burgtheater oder dem Schauspiel Köln. Stilvoll küsst. Egal, das schaut schon gut aus auf dem Foto, wie du über die Erde kommst, wie du über unsere Bauten kommst. Wie du bei einer Theatervorstellung ist die Sache einfach ganz klar. Man tritt auf, das Licht geht an, unten geht's aus und die Leute haben hinterher was erlebt mit einem oder nicht. Und das ist ein großer Kick. Gerade haben die Dreharbeiten zur dritten Staffel Mord mit Aussicht begonnen. Ob Bühne oder Kamera, Caroline Peters ist derart präsent, dass ihr Spiel fesselt. Wir gehen jetzt alle mal schön nach Hause und beruhigen uns wieder. Ja, aber sind wir denn da noch sicher? Absolut, denn Caroline Peters hat ihre Rolle und ihre Zuschauer nicht nur erobert, sondern fest im Griff. Caroline Peters, schönen guten Abend. Freut mich echt, dass Sie da sind. Ich bin gerade extra mal so plump auf den Zug der Lobhudelei aufgesprungen. Ist das irgendwann lästig geworden, so viel Lob zu kriegen? Oder sagen Sie einfach, ja, ich bin auch gut? So weit ist es noch nicht mit meiner persönlichen Arroganz. Nee, es kann ja keine Arroganz. Ich finde, es reicht. Ich bin Schauspieler. Wir leben davon, dass man uns lobhudelt, wo man nur kann. Und es ist ja auch leider so, dass man Lobhudeleien so okay findet. Und wenn einen einer kritisiert, dann ist man für 3 Jahre aus dem Gefecht. So ist ja eher die Emotion immer. Das heißt, Lob kann nicht genug kommen? Nee, kann nicht genug kommen, weil es halt selten so richtig ankommt. Weil man halt immer eher so darüber nachdenkt, was man jetzt besser machen könnte oder so. Also Kritik trifft viel schneller und auch viel härter. Mord mit Aussicht war, wenn man ganz ehrlich ist, ein Versuchskaninchen, ne? Ja, absolut. Versuchskaninchen gestartet gegen 2 andere Kaninchen. Jedes Kaninchen durfte 6-mal am Montagabend auftreten. Und dann sollte beschlossen werden, welche von diesen Sendungen am besten läuft. Und die am besten Quote gemacht hat, die wird dann weitergedreht. Und dann haben die alle 3 sehr schlechte Quote gemacht. Und dann hatten wir sehr, sehr gute Kritiken. Und dann wurde das auf so einen anderen Zug umgelegt, sodass man sagte, vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn das deutsche Fernsehen auch mit einer Serienproduktion mal gute Kritiken bekommen hat. Die auch schon schräg ist. Haben Sie sich selbst schon zurechtgelegt, warum das so erfolgreich ist? Nee, das wird man auch so gern gefragt. Ich wüsste das wahnsinnig gern, weil wir ja jetzt die 3. Staffel drehen und ich möchte die gerne genauso gut machen wie die letzte. Also ich habe eine Vermutung. Wenn ich das Rezept hätte, dann würde es mir jetzt besser gehen. Nein, ich habe eine Vermutung. Einmal nicht nur, weil die Schauspieler-innen gut sind, sondern weil sie Personen kurz vor der Überzeichnung spielen, aber immer nur kurz vorher. Und diese Grenzauslotung funktioniert?
Ja, das kann sein. Oder vielleicht, also ich denke immer, also wir geben uns halt tatsächlich wahnsinnig viel Mühe im Detail. Und ich habe immer das Gefühl, man sieht das. Also keiner kann es hinterher sagen, ah, guck mal, da haben die doch noch ein ganz bestimmtes Foto in den Hintergrund gerückt, das auch noch die Szene widerspiegelt und sowas kriegt. Man kriegt das alles nicht mit und man merkt es eben doch. Und man merkt eben, dass dann nicht, komm jetzt hier, das müssen wir doch in 5 Tagen im Studio irgendwie runtergerotzt kriegen. Hier, zack, hier ist sein Text, mach das. So ist es halt nicht, sondern es ist immer alles gestaltet. Die Kostüme passen zum Fall, der Fall passt zu den Charakteren und so. Und vielleicht ist das angenehm. Ich glaube auch, dass Männlein, Weiblein, Kind und Oma und Opa an den gleichen Stellen lachen. Jetzt mal ernst, sind Sie auch im echten Leben so eine Hubblefoot, so eine etwas, so ein aufgeregtes Küken, was ein bisschen hektisch wird, so leicht neurotisch? Ja, leicht neurotisch bestimmt. Also finde ich aber bei Sophie Haas auch noch leicht neurotisch. Ja. Jetzt mal verglichen mit Figuren von Woody Allen ist sie ja sehr bodenständig. Aber doch, bestimmt ein bisschen, klar. Ich glaube, auch alle sind immer ein bisschen so wie das, was sie da spielen, sonst kommt man nicht drauf. Also natürlich ist man nicht wirklich so, oder jetzt, weiß ich, hat der eine Kollege dann mal gesagt, so abends, so, ja, stell dir mal vor, ich müsste jetzt in das Haus zurückgehen. Das wäre wirklich mein Zuhause. Oh Gott, so, das, also man ist schon, man hat schon Abstand dazu, aber man kann, glaube ich, nur das spielen, was man irgendwie auch in sich hat. Das Drehbuch hat ja eigentlich nicht vorgesehen, dass sie sich um Männer scheren. Also der Kerl, der da kommen soll, der passiert noch nicht. Jetzt in der 3. Staffel, gibt es endlich mal was mit dem Mann? Männer gab es doch eigentlich sehr viele. Die wurden doch eigentlich eher permanent ausgewechselt. Also es kam nie Mr. Right. Ja, ja, das so, meine ich. Genau, und das ist ja auch eben die entscheidende Frage, ob das für eine Frau so wichtig ist, dass der kommen muss. So, ich glaube, darum geht es ein bisschen. Gut, lässt die Frage offen, was in der Staffel passiert. Gedreht wird im Moment. Ja. Ne? Anstrengender Job auch, geht über Wochen. Ja. Für eine Serie, die dann erst 2014 kommt im Herbst. Ne? 2014 im Herbst. Wir drehen jetzt in diesem Sommer eben 7 Folgen und im folgenden Sommer die nächsten 6. Und dann wird sie erst ausgestrahlt, wenn alles fertig ist. Kurze Erholungspause. Wir verreisen jetzt mal ein bisschen. Frau Peters, Sie haben gerade gesagt, Camping mit Fragezeichen. Darf ich unterstellen, in wilden Jahren haben Sie es gerne gemacht. Heute sagen Sie, muss nicht mehr? Ja. Die ganze Jugend hindurch wahnsinnig gerne gezeltet. Also Campingwagen, das fand ich schon immer suspekt, aber gezeltet, ja. In der wilden Zeit oder schon mit den Eltern? Nee, meine Eltern haben das auch nur in ihrer wilden Zeit gemacht und wir sind sehr spät geboren und deswegen wurde uns das vorenthalten. Das haben wir dann selber gemacht. Aber jetzt fände ich es auch schrecklich, glaube ich. Waren Sie so eine Interrail-Rucksacktragende? Ja, total. Echt? Mehrere Jahre? Mehrere Jahre, ja. 3 oder 4 Jahre hintereinander haben wir das gemacht. Die Eltern, Vater ist Psychiater und haben Sie in der Kindheit erfahren, dass anders sein normal sein kann? Ja, vielleicht. Also mein Vater hatte einen großen Sinn dafür. Der hat das nicht so unterschieden in gesund oder nicht gesund, war keine Kategorie. Das sind Leute und die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sich so. Aber die hatten jetzt wiederum auch mit unserem Zuhause wenig zu tun. Also das, was zu Hause sehr geprägt hat, war sicher meine Mutter, die eben Dozentin war für Slawistik und Germanistik, aber die war einfach extrem belesen. Da waren Bücher, haben halt eine große Rolle gespielt und vor allen Dingen Romane und Figuren. So, und das waren Im Stammbaum steht, dass viele in der Familie einen medizinischen Beruf hatten. Hat Vater immer mal gesagt, Caroline, mach was Gescheites? Nee. Studier Medizin. Nee, Gott sei Dank habe ich eine ältere Schwester, die das für mich übernommen hat. Erledigt. Und dann hatten wir zusammen noch einen viel älteren Bruder und der hatte auch schon ganz viele Universitätsdinge in seinem Leben getan und dann war so ein bisschen, die muss jetzt nicht mehr und dann fanden das irgendwie alle schick. Ah, jetzt auch mal ein Schauspieler, wie nett, also nicht noch einer, der an die Uni geht, ist doch schick, so war das eher. Ist aber auch der Satz überliefert, dass Sie irgendwann Vater mal gesagt haben, du hättest mich warnen können, dass man dann kein Geld mit verdienen kann. Ja, sowas sagt man dann. Mit Mitte, Ende 20 wird man ja, dann fängt man ja an, die Eltern nochmal anders zu betrachten. Denkt sich so, wieso habt ihr mir nie gesagt, dass das Leben schwierig ist und dass man über alles vorher, was man entscheidet, nachdenken sollte. Wo war denn der Punkt der Entscheidung, dass Sie gesagt haben, Schauspiel, das ist es? Das kann ich so nicht so richtig benennen. Ich weiß, dass ich so vor dem Abitur, wo dann immer alle fragen, was machst du denn jetzt, was willst du denn werden und so, dass ich da immer gedacht habe, wenn ich das jetzt mich nicht traue, wenigstens die Aufnahmeprüfung zu machen, dann werde ich die nächsten 40 Jahre mich darüber kränken.
Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mir was einfallen lassen. So. Und dann, und das, da war das dann irgendwie klar. Und wann das davor jetzt irgendwie klar war, das kann ich nicht sagen. Sind Sie eine Unstete oder eine Suchende? Denn die Station, da haben Sie ja schon 10 bis 15 Umzugswagen bestellt im Leben. Ne? Ich bin beides, unstet und solide. Also ich habe... ich bin immer nicht umgezogen. Also ich bin einmal nach Saarbrücken gezogen zum Studieren und dann bin ich einmal nach Berlin gezogen und dann habe ich da am Anfang ganz oft die Wohnung gewechselt. Da hatte ich aber auch noch keine Möbel und so. Und irgendwann habe ich beschlossen, dass das das Zuhause ist und die Basis. Und seitdem geht es immer von da überall hin. Und dann gibt es ja alle möglichen Wohnformen, wenn man zu faul ist, umzuziehen. Das haben Sie sich in Ihrem Beruf und dem Werdegang mal gequält? Ja. Das quält einen immer mal zwischendurch. Da quälen einen Zweifel und Ängste. Dann quälen einen vielleicht die Umstände, dass man die gerne anders hätte und woanders arbeiten lieber würde. Und so alles Mögliche kann einen da quälen. Die Anerkennung ist ja jetzt nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Aber was viele dann gar nicht wissen, wenn sie nicht Kenner der Theaterszene sind, seit 9, bald 10 Jahren in der Champions League des Theaters, ja, am Burgtheater. 20 Jahre, muss ich leider sagen. Nee, ich meine ja nicht insgesamt, sondern am Burgtheater in Wien, meine ich. Ja. Haben Sie das mal hochgerechnet? Ich habe das vorhin mal ausgerechnet. Sie müssten 5000 Tage hintereinander spielen, um auf die Zuschauer zu kommen, die mit einer Ausstrahlung und mit Aussicht da sind. Wahnsinn. Denken Sie mal drüber nach. Also von alleine denke ich da selten drüber nach. Das wird man immer mal so gefragt, ob das jetzt deprimierender ist oder erfreuender ist oder so. Aber ich empfinde das Fernsehpublikum eben doch irgendwie stark als anonym. Also die erlebe ich halt nicht, außer die sprechen mich an auf der Straße. Und das Publikum im Theater ist ja da. Das sind ja 1000 Leute, die am Abend da sitzen und auf einen reagieren und mit denen man, die husten oder nicht und die schlafen oder nicht. Ja, das ist ja nicht. Und da, dadurch wirken die immer wie eine große Zahl. So. Ich weiß, dass Sie sich dagegen wehren würden, aber die Frage ist, kann sich das 21. Jahrhundert immer noch weiter Theater leisten? Ich frage es auch deswegen, weil allein bei uns im Land haben so viele zu krebsen. In Hagen wird diskutiert, im Wuppertal ist am Wochenende die letzte Vorstellung über die Bühne gegangen. Stirbt Theater langsam in klassischer Form? Also erstmal, das kann sich das leisten, das muss sich das leisten. Da bin ich wirklich totaler konservativer Hardliner, das ist echt, sowas muss sein. Und ich glaube, dass man das sowieso nicht tot machen kann. Vielleicht kann man die Form verändern. Vielleicht muss die auch verändert werden und reformiert werden. Vielleicht muss auch nicht so viele Staatstheater geben und die müssen nicht so viele Abteilungen haben. Ich weiß es nicht. Aber ganz abgesehen davon glaube ich wirklich total altmodisch daran, das wird nicht aufhören. Kein Mensch hört auf zu spielen. Das kann es nicht geben. Also irgendwas wird da stattfinden immer. Und ich glaube, dass dieses Live-Erlebnis extrem wichtig ist und eher wieder an Zuspruch gewinnen wird, weil das davon immer weniger gibt. Schließt jetzt aber das Plädoyer eigentlich die freie Szene auch nicht aus, ne? Die könnte es irgendwann sein. Die könnte es irgendwann sein, absolut. Also ich finde, wie das Geld verteilt wird im Theaterbereich, genau wie im bildenden Kunstbereich, das ist mannigfaltig diskutierbar. Das kann richtig sein, das kann falsch sein. So, aber dass man damit aufhört, das zu subventionieren, das fände ich einen gigantischen Fehler. Jetzt also, riecht sie auf, sehr schön. Ja. Unsere Zeit ist aber schon. Caroline Peters, lieben Dank fürs Kommen. Die Staffel noch nicht zu sehen, erst am nächsten Jahr. Ich glaube, im WDR-Fernsehen im Moment wiederholt, jeden Mittwochabend, also morgen Abend, ich glaube 22 Uhr. Behaupten wir einfach mal. Ja. Ja? Gut, danke fürs Kommen. Ich danke auch.